Hey, yo, zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Stronghold Crusader HD. So, lass mal ganz kurz gucken, wie ob alles passt. Sieht so aus, schaut alles wieder komisch aus, aber geht. Blablabla, bum bum bum. Ich habe noch nie geschaut, ob die Aufnahmen auch gut sind, aber wahrscheinlich sind sie es. Wenn nicht, Pech gehabt. Ja. Wir spielen weiter. Nummer 4, ein alter Freund. Langsam wird's knifflig. Das ist nämlich schon mal eine Map, die ein bisschen schwieriger ist. Schaut's mal, hier, Schwein. Mit Goldvorteil auf einem Highground. Das ist knackig. Schauen wir mal, wie gut wir das hinbekommen. So. Hier werde ich wahrscheinlich eher eine kleine Burg bauen. Das heißt, ja, sowas in der Art. Eure Befehle? Boah, wie wenig Zeug ich habe. Okay, erstmal eine Holzfäller an jede Ecke klatschen. Da gibt's zwei. Okay. So, ich habe nicht das Gefühl, dass wirklich ja, ich werde nicht so viel mit Brot machen. Stattdessen ein bisschen was mit Bier. Okay, uff. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Okay. So, schauen wir mal. Ja, ich baue aktuell. Ich muss mir da mal was überlegen, dass ich irgendwie schöner baue, aber im Grau. Ach du Scheiße. Entschuldigung, hallo? Das ist jetzt nicht so nice. Uff. Nee, das wird der kaputt. Uff. Oh, ja klar, gönn dir. Holy, das ist jetzt ungeil. Ja gut, frühes Katapult, nicht so cool. Okay. Okay, gegen das Schwein werde ich versuchen, viel mit Armbrustschützen zu machen. Eine Nachricht vom Schwein. Geil. Ihr kämpft nicht richtig. Ja, also hier fängt schon an, an, recht schwierig zu werden. Ja, klar. Er hört halt auch nicht auf, ne? Alter. Zwei Katapulte, das ist schon knackig. What the frick? Okay. Ihr habt nicht genügend Gold. Bin zur Stelle. Ja. Rücken aus. Ist potenziell problematisch. Da unten gibt's Eisen. Das wäre ja schon mal gar nicht so schlecht. Na? So, was mache ich mit dem Bier? Bier, Bier, Bier. Ich glaube, dass zwei Brauereien tatsächlich am Anfang reichen werden. Ich brauche mehr Häuser. Wir benötigen Ich hätte schon Holz. gerne, aber guckt mal, sobald ihr hier die Türme gebaut habt, war, ist das halt vorbei, ne? Mit den Armbrustschützen. Das wird böse, das wird richtig schwierig. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Naja, ich Gnaden. glaube nicht, dass ich viel mit Keine Veränderung Gold in der machen kann. Ich Schatzkammer, mein probier's Lord. mal, aber sieht Seid gegrüßt. eher schlecht aus. Bogenschützen bereit. Pfeile bereit. Treffen die den? Nee. Mein Bogen ist Bogen euer. gespannt. Okay. Uff, ich habe halt kein Geld und gar nichts, ne? So, ich kann warten. Ich kann Bier erstmal verkaufen. Das wäre gar nicht so schlecht. Ja.
Schwierig. Okay. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. So. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden, unser Goldfeuer wachsen. Ich mache jetzt erstmal Geld, ist halt jetzt ein bisschen ungut, aber die Beliebtheit kann später wieder hochgehen. Eure Beliebtheit sinkt. Mücken sind auch schon in meinem Zimmer ob der Hitze. Ich könnte aber tatsächlich mal zumachen jetzt, weil. Hasse Mücken. Dann muss ich heute Nacht wieder auf die Jagd gehen, um die Mücke zu erwischen, damit ich sie umbringen kann. Vielleicht habe ich auch Glück und es war nur eine Fliege, aber so wie ich mich kenne, war es eine Mücke. Und die sind halt echt garstig. Okay, es gibt Holz. Mit Holz kann ich... Es werden Waffen nötig sein. Okay. Eisen verkaufen. Ich weiß nicht, was ich mit Holz machen soll. Vielleicht einfach noch zwei Bäckereien bauen, dann ist das schon mal fertig. So. Wir benötigen Gold und los. Boah. So, auch die Schweineburg sieht anders aus. Ja, der Nachteil an dem ganzen Bums. Ich glaube aber auch, dass die originale Burg nicht wirklich viel. Aber guckt mal, hier kam was raus, da kam was raus. Ist schon nicht schlecht gemacht. Okay. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Ihr seid lustig, Leute. Holz. Aha. Okay, dann kaufen wir jetzt kurz ein. Zwei Steinbrüche. Zack, zack, zack. Ich hätte gern noch einen, aber wo ist denn mein Holzfäller? Da hinten kommt er. Wir benötigen Holz. Gib Holz, gib Holz, gib Holz. So. Okay. Gut. Aha, Rekruten. Ich habe einen Rekrutenmangel. Ja, gut. Ja, Ich meine, ich könnte hier zumachen, aber ich will eigentlich seitlich auch ein Tor haben, dass ich. Ne? Dann bauen wir es so hier hin. Das ist nicht schön. Wir benötigen Holz. Aber es geht schon. Und hier noch zwei Bäckereien. Unsere Lebensmittelvorräte, volle Kanne. Go. Und eigentlich wollte ich da drauf klicken. Plus 4. Das Volk hat eine hohe Meinung von Gold. Ja, guckt's mal, da kann ich richtig auf Steuern gehen. Ruf. Ihr kämpft nicht richtig. Alter. Strengt euch mehr an. Okay. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Ah. Der Angriff könnte mich jetzt töten. Oh verdammt, Mann. Das ist jetzt sehr bitter. Boah. Uff, das ist knapp, Mann. Und auf den Corny. Oh, krass. Schwierig. Ich hab dahin noch Schwertkämpfe. Meine Fresse. Das tat jetzt natürlich weh. Und das Haus ist wieder kaputt. Also die Mission macht mir jetzt nicht so viel Spaß. Uff, der Turm ist gleich kaputt. Wenn ich ihn abreiß, kriege ich mehr zurück, als wenn ich ihn repariere. Ah, okay. Lustig. Ey, die Frage ist halt, hört der irgendwann mal auf? Ja, der steht da hinten auf dem... Ja, lol. Es werden Rekruten benötigt sein. Okay, das war jetzt schon sehr eng. So, ja, Gold. Keine Menschen mehr. Oh, okay, okay, okay. Da war das mit der Beliebtheit jetzt.
Ich hab Gold. Ich muss unbedingt. Wir benötigen mehr Holz. Oh, komm schon. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Blödes Kind, geh weg! Er steht halt so krass im Weg. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Geht's weg, Kinder! Leute! Nein! Oh! Der Feind ist zu nah. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Es werden Rekruten benötigt. Aha. Es werden Rekruten benötigt. Boah. Knackige Mission. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Komm schon, Kind. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Na? Ihr könnt das nicht dort. Sind Kinder nicht was Schönes? Oh, das hat sich aufgelöst. Dreckskins. Mein Herr? Achtung! Und los! Und Marsch! Okay, ich habe jetzt endlich eine Balliste. Euer Gnaden, Sire. Und ja, ihr wisst ja, kein Gecheate, kein Gerusche. So kleine Störangriffe sind okay, aber das war's dann auch schon. So. Bioschank plus 2. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Schatz vermehrt sich. Ja, eigentlich hätte ich ja gern noch eine zweite Schenke. Ihr könnt das nicht dort platzieren, die ich nicht haben kann, weil nicht dort platzieren, der Feind zu nah ist. Wie und das wieder geht. Waffen geschultert, so gut wie tot. Könnt ihr bitte dieses Katapult töten? Sie kommen nicht ran, ne? Krass, sie kommen echt nicht ran. Euer Gnaden. Okay. Wie können wir helfen? Probieren wir es so, auch wenn ich wenig Hoffnung habe. Ja, der ballert mir halt auch alles kaputt, ne? So. Wir benötigen mehr Gold, eure Lordschaft. Balliste. Ah, jetzt läuft's weg. Das habe ich gern. Was schießt denn da so weit, dass der gar nichts machen kann? So, schießt da mal das Zeug kaputt. Das wird ihn böse treffen. Ich sollte da unten auch ein paar andere Schützen hinstellen. So, was? Da unten stelle ich jetzt 12 Stück hin. Und dann kann er da nichts mehr machen. Das wird fies für ihn, aber da ist er jetzt selber schuld. Ich muss das ja irgendwie gewinnen. Okay, gut. Brot verkaufen. So, ich würde gerne irgendwann anfangen, auch Waffen herzustellen. So. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Das da und das da. Wir benötigen Holz. Ja. Okay. Gut. Achtung! So. Wir haben nicht genügend Steine, mein Lord. Zum Glück habe ich das Eisenteil jetzt nicht aufgelöst. So, die Burg muss weder schön, symmetrisch noch sonst was sein. Es muss einfach nur eine Burg sein und das war's. So. Waffen geschultert. Bereit, eure Lordschaft. Zur Stelle. Okay. Gut, dann kann ich mir hier unten noch ein bisschen Eisen gönnen. 1, 2, 3, 4. Das wären tatsächlich 6 Eisen. Das wäre richtig, ja, ihr werdet halt fett, ne? So. Zack, passt. So, zack, 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 zack. Das. Wie schaut's denn aus? Alles leer.
Unsere Lebensmittelvorräte schwinden. Schatzkammer leer. Okay. Bier auch schon plus 6. Ich mache jetzt mal die plus 4. Genau, aus irgendeinem Grund habe ich nämlich kein das mehr und hier auch nichts. Wir benötigen Holz. Jojo, natürlich benötigen wir Holz. Nicht genügend Gold. So, das Problem ist, irgendwann macht es das mal kaputt. Guten Morgen, eure Lordschaft. Irgendwann. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Na komm. Ihr genau. könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ups, darf nicht unter 40. So. Irgendwann. Ich habe keine Ahnung, was ich noch sagen wollte. Das Problem ist. Ja, ja, genau. Irgendwann habe ich keine Bauern mehr für Ausbilderei. Das heißt, ich werde noch ein Haus bauen müssen. Wir benötigen Steine. Nee. Die ganzen Betrunkenen da. Wow. Okay. Gut, dann haben wir jetzt eine Hütte draußen. Zwei Hütten draußen. Okay. Wir haben nicht genügend Steine, my Lord. Hahaha. Die Steine, ey. Ey, da wird so viel geböllert. Das ist schlimm. Balliste ist bereit, my Lord. So, das lebt. Sire, Waffen geschultert. Mit Vergnügen, Herr. Ich hätte schon noch gern Bogenschützen. Guten Morgen, eure Lordschaft. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Aha. Kein Holz. Okay. Na gut. Holz, 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 Holz. Okay. Zack. 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 Wir benötigen Gold. Ja, ja, wie immer. Die Goldvorräte sind zu knapp, Sire. Hallo. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit. Unsere Schatzkammer leert sich. Das Volk huldigt euch. Sire. Das ist schön. Dann huldigt mir. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit. So. Sire. Und dann noch sowas. Und noch sowas. So, damit bin ich jetzt produktionstechnisch eingestellt. Achtung! Das passt mir. Fertig. Was interessiert mich? Ich mache jetzt Stein, dass ich die Burg fertig mache, dass ich diese Mission bald beenden kann. So, Burg noch fertig bauen. Torhäuser hätte ich gern noch. Und zwar hier noch eins. Und hier noch eins. Wie gesagt, muss nicht wunderschön sein. Reicht, wenn es selten ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zack. Zack. Okay. Ja, ich glaube, es sieht ja schon ganz gut für mich aus. Uff. Na gut, dann ist es halt nicht so perfekt. Ist halt. Oder ich mache einen Doppelwall. Ah, ich weiß es nicht, Leute. Nee, ist egal. Hauptsache zu, Zinnen dran, noch zwei, drei Türme und gut ist. Ich habe halt auch nicht festgelegt, wie die Burg aussehen muss, damit sie komplett. Als komplett zählt, das habe ich halt so auch nie spezifiziert, ne? Aber, wir verlieren ja. ein bisschen Gold, euer das Volk holt. So, Bier, Nahrung passt. Dem ist bald auch nicht mehr zu helfen. Bereit, Nahrung kriegt er da unten keine mehr. Balliste, bereit, my Lord, ist hochgekurbelt. So. Ja, ich glaube nicht, dass das Schwein hier noch viel machen kann. Es kommt zwar überall raus. Tatsächlich, schaut's mal. Das hat der Ersteller dieser Maps tatsächlich beachtet, dass
dass jede KI eine Burg hat, oder sogar alle Burgen, weiß ich nicht, die auf jedes Skirmish mit passt und spielbar ist, was ich krass finde. Aber ob das wirklich so stimmt, weiß ich nicht. Aber bisher sieht's so aus, ist heftig. So. Okay. So, 3-9 schaffen sie das natürlich. Das ist schon mal gut für mich. Wir benötigen Gold. Ja, ja. Guten Morgen, kommt Lordschaft. Noch. Das ist wahr, Herr Mann. Okay. Ich würde sagen, das reicht als Burg. Ich mache es ja noch schön mit Zinnen und das war's dann. Ich weiß, wie ich es mache. Obwohl... Ja, macht wenig Sinn. Also meine Idee war jetzt, um euch meinen Gedankengang mitzuteilen, meine Idee war jetzt zu sagen, hey, sobald ich sage, meine Burg ist fertig, darf ich sie nicht mehr erweitern. Aber... Dann warte ich einfach so lange, bis ich die Monster-Überburg habe und also, es gibt sich nichts. Es ist keine gute Beschränkung. Die schiebt halt bloß und beschränkt nicht wirklich. Weiß noch nicht. Ja, schwierig, schwierig. Ich weiß es noch nicht genau. Eure Befehle? Und los, Sire. Muss ich mir mal überlegen, was ich da mache. Ja. Vorwärts! Bogenschützen bereit! Mein Bogen ist mein euer! Sind auf dem Weg! So, jetzt können wir mal auf schneller stellen. Waffen geschultert! So. Bereit! So. Bin zur Stelle! Es werden Waffen benötigt, Sire. Zur Stelle! Wir sind bereit! Wir benötigen ich habe sehr viele Armbrüste hier, schaut's mal. Ei, es werden Waffen benötigt. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Tom und los! Eure Befehle? 4-4-4-4. Ach. Bin zur Stelle. Ja. In Bewegung. Waffen geschultert. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Bereit. 6-6 und dann 8-8. Wir sind bereit. Eure Lordschaft? Bin zur Stelle. Wir folgen euch, Herr. Ja. Wir stehen. Und dann noch 2-2 auf jeden Turm. Auf jedes Torhaus. Bin zur Stelle. Und dann passt das. Sind auf dem Weg. Ich muss mir da mal was überlegen, wie ich das am geschicktesten mache, dass ich sag hier, ab dann und dann ist irgendwie Schluss. Oder irgendwie, irgendeine Beschränkung hätte ich gern, aber die muss halt auch stimmig sein und nicht. Sie muss halt was bringen, um das Spiel mit Regeln zu bereichern, ne? Statt bloß dumm zu sein. Ich meine, dass ich die Gegner schon nicht wegrushen darf, indem ich sag, hey, eine Burg muss stehen, das ist schon mal cool. Aber irgendwie ist das ein bisschen random, ich weiß nicht. Das gefällt mir noch nicht so gut, wisst ihr? Da muss ich mal überlegen, was ich mache. Keine Ahnung. Bin zur Stelle. Ja. Achtung! Es werden Rekruten benötigt. Weiß noch nicht, mal schauen. Es werden Waffen benötigt. Es werden so, Rekruten sieht so aus, als hätte er keine Beliebtheit mehr. Ja, kein Geld mehr, keine Nahrung und nichts. Perfekt. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Balliste, gut, gut. Bereit, Mylord. Euer Gnaden. Sire. So. Konstruieren Belagerungsgeräte. Euer Gnaden. Ei. Es werden Rekruten. Ich glaube halt nicht, dass es Sinn macht, irgendwie zu sagen, ja, ab dann wird nicht mehr angegriffen. Oder, also, nee, ab dann und wann höre ich auf, die Burg zu erweitern oder sowas. Das ist halt irgendwie... Ich glaube nicht, dass das Spiel bereichert, das meine ich damit. Halt. So. Na, schade. So, was brauche ich noch? Ein 1-1. 1-1. Okay. Und Marsch! Okay. Erster Angriff.
Es werden Waffen benötigt. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. So. Sind die alle gestorben? Das ist natürlich schon schade. Ja, das böse Schwein. So, die auch noch. Und los! Waffen geschultert! Es werden Waffen benötigt. Es werden Rekruten zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Bin zur Stelle. Es werden Waffen. Okay, das sieht doch jetzt schon ganz ordentlich aus. Wir stehen zu Dienst. Das wir benötigen Steine. So gut. Dann go, gönn dir. Das Vorratslager zur Stelle. Das ist schon mal gut, dann können wir nämlich wieder verkaufen. Ist halt eine kleine Burg, ne? Oh, jetzt habe ich Geld, schaut's mal. Uff. Es wird eine Nachricht vom Schwein. Eure Tage sind gezählt. Katapult bereit. Ich finde, tatsächlich macht schon Spaß, also mir zumindest, so ein bisschen wie die KI zu spielen. Schön dumm. Und los. Aber ich glaube, ich beende das jetzt hier. Uns entgeht niemand. Naja. Es werden eine ich muss ja nicht wie die KI angreifen, das muss ja nicht sein. Kann ich, ne, muss aber nicht. Das ist nicht gut. Also es macht Sinn zu sagen, die Burg muss stehen, bevor ich eine KI Wegrush angreife oder sonst was. Weil sonst könnte ich bei manchen Maps wirklich einfach sagen, hier einen kleinen Wall und einen Torst und es wäre gecheatet. Ich würde es nicht tun, aber ich will halt eine feste Regel haben. Das ist schon irgendwie, ne, irgendeine harte Vorgabe, die sagt hier so und so. Wieso komme ich denn da nicht? Ach, der hat einen Wall um das. Oh, das ist ja cool gemacht. Ah ja. Ah, okay, die Burg ist cool. Nett. Waffen geschultert. Der Marsch wird uns gut tun. Wackelig wie ein Kalter. Zur Stelle. So, go. Achtung! Rücke aus! Ei. Okay, also wir haben es geschafft. Wir haben sogar auf dieser blöden Map eine Burg bauen können. Bin zur Stelle. Ist doch schon was. Es werden Rekruten benötigt. Es werden Rekruten benötigt. Es werden Rekruten. Es werden Rekruten. Es werden Waffen. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Die tröpfeln halt wirklich einfach nur so rein, ne? Wir sind bereit. Und los. Krass. Sie rennen nicht hoch, sie greifen lieber. Das ist halt auch mal interessant zu sehen. Ich habe die jetzt einfach irgendwo hingestellt auf aggressiv. Und so greifen die an. Guckt mal, das ist wie die KI, die Truppen. Da ab und zu rennt mal einer hoch und so. Na, das ist schon krass. Sehr interessant auf jeden Fall. Es werden Waffen, es werden Rekruten, es werden Rekruten benötigt sein. Es aber irgendwann ist halt durch, ja, irgendwann ist halt vorbei. Es werden Waffen benötigt sein. Waffen geschultert! Bogenschützen bereit! Okay, also, wenn ihr Vorschläge habt, vielleicht spiele ich es auch ein zweites Mal, weiß ich noch nicht. Dann könnt ihr die gerne raushauen. Was für Regeln sinnvoll sein könnten. Einfach um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Ich meine, wir sind jetzt hier am Anfang, es ist noch recht einfach. Aber ihr habt schon gesehen, wo die Problematik liegen kann. Normalerweise nimmst du halt alle Streitkolbenkämpfer, 2000 Gold, bumm, wartest, bis er sich aufgebaut, alles Gold weg hat, brennst drauf, tötest ihn, als Beispiel. Aber so will ich das halt nicht spielen, weil das halt langweilig. Und ich will aufhören, solche Quadratburgen zu bauen, die da einfach Wirtschaft drin, Mauer drauf, das ist halt langweilig. Ich muss gucken. Vielleicht mache ich wirklich, dass ich eine als Vorwahl habe, dass ich wirklich eine schöne Burg bauen muss. Ich glaube, dann wird's knifflig, weil ich mir überlegen muss, hey, wie baue ich interessante Burgen, mit denen ich dann spiele? Die sind ja dann nicht zwingend effizient. Mal gucken. Aber damit sind wir erstmal durch mit dieser Mission. Nice, nice. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos.
Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.